geklappt. Hat nicht sehr viel gegen einen Landesligisten, der halt angeschlagen war oder angeschlagen ist. Viele Leute von denen halt im Urlaub. Ich als Trainer habe mir ein bisschen mehr dabei vorgenommen, dass wir einen Tick besser spielen. Natürlich haben die das Tempo hochgehalten, wo wir vom Tempo her nicht so sehr mithalten konnten. Verschlafen haben wir halt die ersten 15 Minuten, wo die beiden Gegentore gefallen sind. Und ja, so geht man dann natürlich auf die Verliererstraße. Aber nichtsdestotrotz, wir werden weitermachen. Wir wollen in der Kreisklasse 5, wollen wir aufsteigen, definitiv. Und dafür haben wir viele neue gute Spieler geholt, was man heute auch gesehen hat. Und ja, wie Kapitän schon sagt, wir werden die Köpfe nicht hängen lassen. Wir werden so weitermachen und werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ja, man muss die Voraussetzungen sehen, die wir heute hatten. Wir haben natürlich einen Altherrenspieler eingesetzt und hatten eigentlich quasi fast gar nichts auf der Bank. Wir haben aus der zweiten uns noch zwei Spieler bedient. Einen, der bei uns auch schon in den vorigen Pokalrunden mitgespielt hat, der aber auch eigentlich mit Knöchel angeschlagen war. Und so musste ich mich noch mit auf die Bank begeben. Das war, wie gesagt, kurz vor Spiel noch Ömer ausgefallen, Ömer Aydin. Muskelfaserriss war die Diagnose und Veton Hayrici musste jobmäßig noch weg. Und wie gesagt, das Personell im Moment sehr angeschlagen bei uns oder sehr eng, wie die letzten Wochen auch. Und von daher haben wir es eigentlich wirklich heute ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ich war zufrieden mit der ersten Halbzeit, wie konsequent wir auch vorm Tor waren heute. Haben über die Außen gespielt, haben das soweit ganz gut gemacht und von daher uns auch dann ein bisschen Ruhe verschafft durch das 4-0 zur Halbzeit. Zweiter Teil haben wir ein bisschen runtergespielt, teilweise ein bisschen weniger gemacht und bei dem einen oder anderen liest dann vielleicht auch die Kraft nach, wie gesagt, weil da auch bei dem einen oder anderen auch noch Trainingsrückstand ist. Aber insgesamt haben wir souverän über die Runde gebracht und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt die nächste Runde auch erreicht haben.